Willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Der Himmel weint. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt gar keinen Grund. Ich habe mein Hopfenfeld angelegt. Morgen droht der Winter einzubrechen. Naja, das ist vielleicht ein Grund. Aber eigentlich gar nicht so schlimm. So, wie spät ist es denn? Was haben wir denn noch vom Tag? Es ist 11.15 Uhr. Können wir noch irgendwas machen? Was machen wir noch? Ich reite mal rüber nach Denitzer. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie fähige Arbeitskräfte kriegen. Achso, was ich auch mal machen wollte. Ich wollte mal... Ja, hallo Eselchen. Ach, jetzt bist du schon da. Und das Doofe ist, hast du einen Sattel mitgebracht? Nein, hast du nicht, ne? Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Der ist doch noch bei dir in der Kiste. Muss ich gleich mal holen. Ach, sowas Blödes auch. Und zu euch wollte ich noch gar nicht. Ich muss mal das Fleisch mitbringen. Ich möchte mal ein bisschen Fleisch zu Trockenfleisch machen. Ich muss da mal ein bisschen mithelfen. Da muss ich beim Koch gleich mal gucken, ob ich nicht mal... Jetzt bin ich voll am Fleisch vorbei. Das ist halt reden, noch was machen und dann haut das nicht hin. Ist ein bisschen... Warte mal, wohl gar nicht. Ist vielleicht doch ein bisschen viel. machen wir so. Ja, 87 Kilo ist okay. Dann werde ich mal schauen, dass der Koch vielleicht auch noch mal mit den Eiern macht. Weil Eier habe ich jetzt schon ziemlich viele. Da kann er ja auch ein bisschen was machen. Und dann gebe ich das frei zum Essen, sodass so ein bisschen Vielfalt reinkommt. Ja, ich weiß, Eselchen, es geht gleich los. Denn die Suppe, die ich habe, die Kohlsuppe, gilt ja als Trinken und nicht als Essen. Das heißt, ich muss so ein bisschen Vielfalt beim Essen schaffen. Der Mensch lebt nicht nur in Trockenfleisch alleine. Also meine Bewohner schon, aber generell ja eigentlich nicht. So, ich finde das immer geil, kommst da rein. Einer fegt, es fegt einer, ne? Das ist wie auf dem deutschen Bau. Einer arbeitet, alle anderen gucken zu. Ist so. Ist so. Mann. Alle anderen tragen die Verantwortung. Wunderbar. Gut. Dann packen wir das hier mal rein. Dann packen wir das hier mal rein. Trockenfleisch, so. Wie viel haben wir denn da jetzt gesamt? 322. Okay, da haben wir erstmal Ruhe. Und die machen ja auch Trockenfleisch, ne? Oder was machen die gerade? Ich weiß, ich kann mir das auch an der Liste angucken, aber ich mach's lieber so. Trockenfleisch machen die. Leder sammeln sie ein bisschen. Ich hatte auch den Hinweis bekommen, den Tipp bekommen, dass es wohl ganz lukrativ sein soll, Lederfackeln... Ach, hier kannst du nur einfache Fackeln. Boah, wo macht man denn... Wo macht man denn die Fackeln? In der Werkbank? Na, du bist schon fleißig, ne? Aber, nee, hier gibt's ja nur... Was muss denn hier sein? Ach, hier in der Werkbank garantiert. Ja, klar. So, Holzwerkzeuge, Holzwaffen, Steinwerkzeuge, Stein... Waffen. Gibt es hier auch Fackeln? Nee. Wo werden denn diese Fackeln hergestellt? Holzhacken? Da bin ich ehrlich gesagt gerade total... überfragt. Das wird es ja hier nicht geben, oder wie, oder was, oder wo. Eisenwerkzeuge, Eisenwaffen. Es gibt ja keine Kupfer. Hä? Jetzt bin ich gerade völlig überfragt. Wo macht man die? Fackeln. Handarbeit. Ja, ist klar. Ist logisch. Aber da gibt es ja nur die einfache Fackel. Wo macht man denn... Wo macht man denn effizientere Fackeln? Das kann doch nicht sein. Am Töpfertisch wohl kaum. So, hier, komm. Geh mal bitte. Albreda, du kannst gleich wieder arbeiten. Aus Weidenholz. Ach doch, tatsächlich. Guck mal hier. Fackeln aus Leder. Soll man angeblich gut Geld mit verdienen können. Das finden wir jetzt mal raus. Wir holen mal... Ja, ein paar Stöcke habe ich schon. Leder. Da bin ich mal gespannt. Dann können wir in Denitzer auch noch mal ein paar Fackeln aus Leder verkaufen. Also mit Leder. So, die guten alten Lederfackeln. Wer kennt sie nicht? Leder. Und, Stöckchen. Oh. Aber da, mir gehen die Stöckchen aus, sehe ich gerade. Nanu, da muss ich da mal bei der Holzschmiede, bei der Holzhütte vorbeigucken, ne? So, dann machen wir mal 39 Stück. Versuchen die gleich mal zu veräußern. Werden wir mal schauen, ob dem wirklich so ist. So, gehen wir mal zurück. Bringen alles Restliche weg. Restliche Leder, ah, das ist was übergeblieben. Stöcker werden wahrscheinlich nicht mehr viel sein, weil es ging wahrscheinlich, ja, ich habe sie komplett.
Komplett verarbeitet. Das ist ja richtig gut. Sag mal, die ganzen Pilze und so, da kann doch mal alles weg. Materiallager, ja. Die Fliegenpilze. Ah, habe ich jetzt rübergepackt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Da ist er. Nahrungslager. Nein. Okay. Das kann ja mal alles weg. Ich meine, es wiegt nicht viel, aber was soll das hier? Das kommt auch ins Nahrungslager, beziehungsweise kann ich mal verhögern. So, jetzt hole ich erstmal dem Esel seinen Sattel und die Tasche. Und dann können wir los. Dann geht's ab nach Denica. Dann schaue ich mal, ob ich da noch jemanden finde, der für mich arbeiten möchte, gewillt ist. Ach, guck mal, bei der Küche wollte ich noch vorbeischauen. Ja, guck mal, das ist immer. Dann will ich dies, dann will ich das. Und irgendwie kippt dann wieder hinten was über, weil irgendwas anderes wieder gerade wichtiger war. So, Wilhelm, streng dich mal an. Naja, eigentlich muss ich die Schweine anstrengen. Keine Ahnung, massier die mal ein bisschen, dass sie in Stimmung kommen. Ich hätte ganz gerne mal ein Schwein. Ich hätte gerne Nachwuchs. Habe ich zwei Männchen gekauft, sag mal. Kann das vielleicht auch sein? Lass mal gucken. Nicht, dass das... Nee, du bist ein Weibchen und du... Nee, passt schon. Also müsste eigentlich klappen. Wenn die dann beide gewillt sind, ihre Rolle einzunehmen. Ansonsten... Oder der hat mir eine kastrierte Sau verkauft. Das kann natürlich auch sein. So, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich noch wegpacken. Ah, nee. Zur Holzhütte nochmal. Ab zur Holzhütte. Ich muss mal gucken, wie viele Stöcker machen die eigentlich gerade. Ah, hier mein schönes... Mein Wunderwerk. Naja, okay. Aber das ist schon ganz schick. Und mit der Zeit wird es immer schicker, 100 Pro. Und wenn hier die Bäume erstmal wieder alle da sind. Oh Mann, dann wird das aber schick hier. Ich hätte mal nicht so viele ausbuddeln sollen. Achso, warte mal, ich wollte mal gucken, was du machst. Ja, für dich bräuchte ich eigentlich auch nochmal jemanden, ne, der mitmacht hier. Ah, hier sind schon zwei. Ach, der Americo. Ja, aber der ist ja nicht so gut da drin, ne? So, was sammelt ihr eigentlich gerade? Stöckchen. 16 Stöckchen am Tag. Eigentlich. Na ja, gut. Dauert halt, ne? Das dauert halt. Da kann man nichts machen. Ja, nichts kann man da machen. So, warte mal, komm. Ich muss ja nicht zu dir laufen. Und wo kommst du? Hinter mir wahrscheinlich, ne? Wo ist er denn jetzt? Das ist immer eine Überraschung. Wo mein Esel jetzt... Eigentlich kommt der immer, der schleicht sich immer von hinten an. Ist aber auch einer, du. Oder eine, Entschuldigung. So, und Sattel drauf und... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich habe das wieder falsch gemacht. So, pack das mal zurück. Dann gehe ich erst in mein Inventar. Also das ist wirklich komisch gemacht, finde ich. Gehen wir in mein Inventar. So. So. Nun kann es losgehen. So, verkaufen wir die Fackeln. Und schauen mal, ob da jemand ist, der gewillt ist und fähig ist, hier mitzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, wofür brauche ich jetzt gerade Leute? Für die Landwirtschaft könnte ganz nett sein. Für die Produktion könnte ganz nett sein. Müssen wir mal schauen. Im Winter wird in der Landwirtschaft ja nichts gehen. Weil das Zeug hier auf dem Feld ist ja noch, glaube ich, noch gar nicht erntereif. Ich hätte gesagt, jo, dann geht das los. Nee, das ist ja noch gar nicht so weit. Das dauert dann erst bis zum Frühling. Ach so, und ich wollte und ich habe hoffentlich schon eingestellt. Spieleinstellung anpassen. Nee, habe ich noch nicht. Siehst du, da muss ich noch machen. Ich wollte die Jahreszeiten mal kürzer machen. Ich mache mal 8 Tage. Ich mache es erstmal ganz langsam. So, Änderungen übernehmen. Ja. Ich will zaghaft mal so ein bisschen die Jahreszeiten, weil 10 Tage ist doch ein bisschen lang, finde ich. Versuchen wir es mal mit 8. Und nähern uns da so ein bisschen auf dem Mars an, wo ich sage, okay, das ist okay. Weil sonst dauert das ja ewig, bis mein Kind da mal groß ist. So, damit wir da mal so ein bisschen rankommen. Ich glaube, standardmäßig ist nur 3 Tage eingestellt, ne? 3 Tage, glaube ich, pro Saison. Das finde ich schon sportlich. Und früher konnte man das ja gar nicht einstellen. Das ist schon hart. Du kannst ja, glaube ich, bis 30 Tage machen. Das finde ich auch wieder sehr hart. Okay, man kann natürlich dann sagen, jo, ich möchte die Saison vorzeitig abbrechen und schlafe bis zur nächsten Saison. Aber, nee, das möchte ich nicht. Vorerst nicht. So, weiter geht's. Ist aber auch ein schönes Wetter heute, ne? Letzter Tag im Herbst. Und er macht seinen Namen alle Ehre. Was machst du denn da? Uiuiui.
oder? Hallo fremder Mann. Ich muss los, sei brav. Ja. Kannst du was verkaufen? Nein, du kannst nichts verkaufen. Der Dagobert. Wo ist denn eigentlich der Dagobert? Mein lieber Freund Dagobert. Du bist der Dagobert. Jawohl. Ich erkenne auch meine Pappenheimer am Gang. Mhm. Ja, ich möchte gern Fackeln verkaufen. 32 bringt die ist. Oh Mann, du tust mir echt leid. Armer Kerl. Ja. Puh, der ist völlig abgebrannt. Ich glaube, die sind alle ziemlich abgebrannt hier, ne? Die Näherin könnte noch Geld haben. Hallo. Sie hat auf jeden Fall eine gute Laune. Ja. Dein Kontostand disappointet mich so ein bisschen. Ja. Ja, tschüss. Wir hatten hier Geld, sag mal, die Köchin. Irgendeiner wird doch hier Geld für mich haben. Das kann doch nicht sein. Komm mal her hier. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh, was ist denn hier los? Inflation oder was ist mit euch los? Aber es kann doch nicht wahr sein. So, was bist du für einer? Ja, Univit. Univit, was bist du für einer? Du bist so ein Durchschnittstyp. Das ist wirklich sehr enttäuschend gerade hier irgendwie. Du bist der Einzige am Feuer, kannst nicht so wirklich was. Die haben alle kein Geld. Aber hier müsste noch irgendwo ein Händler sein. Köchin. Nee, tatsächlich nicht. Oh, ihr enttäuscht mich wirklich. Enitzer enttäuscht mich. So könnte diese Folge heißen. Jetzt will ich mal schauen. Weißt du was? Ja, hallo, das hatten wir schon. Auch das hast du mir schon gesagt, das weiß ich schon. Dann wollen wir nochmal gucken. Leinen, Gewebe, Leinen. Leingang. Ich könnte das. Was ist denn jetzt? Nehmen wir mal an, ich würde alles kaufen. Sagen wir mal an, ich kaufe 20. Und nehmen wir mal an, ich kaufe davon auch was. Das ist gar nicht schlecht. Weil ich könnte dann endlich diese Fackeln machen. Ich kaufe noch mal ein bisschen mehr. Ist ja egal, komm. Geld? Spielt schon eine Rolle, aber ich krieg's ja mal wieder. So, jetzt kriegst du das. Jetzt pass mal auf, jetzt hast du Geld. Jetzt verkaufe ich dir meine Fackeln. Dann hast du wieder ein bisschen Geld. Und dann kann ich dir... Ja, ich weiß, die Reihenfolge ist falsch. Jetzt beschwert euch wieder. Hey, du musst die Arm machen, nicht dich. Ist egal, ich habe Waren. Den Pflaumensaft, den kannst du bitte kaufen. Und dann habe ich 33. Jetzt weiß ich nicht, ist das 1 zu 1? Hast du noch ein bisschen Leihen? Ja, viel hast du eh nicht mehr, ne? Komm, egal. Ist egal. Ja, sehr gut. Jetzt kaufe ich noch die Fackeln. Nein, das mache ich nicht. See you soon. Ja. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Jo, lass mal nach Hause, dann können wir ein bisschen Beleuchtung machen. Eselchen, da haben wir doch was vor. Komm, ab auf dem Esel. Zack. Und los geht's. Und zu Hause muss ich immer was essen und was trinken. Ach, und zum Koch wollte ich ja auch noch. Der soll doch bitte was mit den Eiern machen. Also. Hühner-Eier. Mehr sage ich jetzt nicht. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. So, spute die schneller schneller Blitz. So heißt mein Esel. Jetzt habe ich's. Ja, ich weiß. Ich lasse dich ausruhen. Ja, das war unser Codewort. Ja, und dann lasse ich sie in Ruhe. Ja, weißt du was, dann kannst du eigentlich gleich wieder in deinen Stall, wenn du möchtest. Genau. Dann kannst du dich wieder ausruhen und ich kann ein bisschen illuminieren. Das klingt doch gar nicht schlecht. Muss ich bloß ja mal gucken, was ich brauche. Dann stellen wir ein paar Lämpchen auf. So, komm mal rein hier. Komm, wir stellen dich mal unter. Ich hoffe, ich steige jetzt auf der richtigen Seite ab. Ja, sehr gut. So. Zack und zack. So, packen wir hier wieder rein. Und, jawohl. Sehr schön. Geld kriege ich schon noch. Muss ich auch in der nächsten Saison. Denn nach dem Jahreswechsel, da will der König wieder seine Steuern, ne? Das ist immer so eine Sache. Und das wird langsam, wie viel muss ich eigentlich zahlen mittlerweile? Lass mal gucken. Verwaltung. 1309 bis jetzt. Wenn ich jetzt, ja, nun baue ich hier noch ein bisschen weiter was an. Ich weiß gar nicht, ob Fackeln den Kohle auch fett machen. Aber es wird dann immer mehr. So, trinken und essen.
Und bei Essen fällt mir gerade an, ich wollte dir sagen, mach doch irgendwas mit Eier. Mach doch irgendwas mit Eier. Wollen wir mal gucken, was hast du denn Schönes? Gebratenes Fleisch, gebratene Kohlsuppe, ja. Warum macht ihr eigentlich? Ah, das war das mit Salzfleisch, genau. Eintopf. Den kannst du nicht machen. Ja, gebratenen Fisch, das wird bei mir nichts. Gebratenes Fleisch könntest du eigentlich auch machen. Weißt du was? Nee, mach du deine Suppen. Mach du die Suppen. Und dann schau nochmal, ob wir irgendwas mit Eier finden. Quark, Käse. Obsttartar, da bin ich schon schwer dran vorbei jetzt. Hafer, Gemüse, Rühreier, Holzschale und Ei. Drei Eier? Puh, ist aber ganz schön ordentlich. Ja, da müssen wir oben ein bisschen was rausnehmen. Der machst du, sagen wir mal. Machst du vier Suppen am Tag? Den Rest machst du Eier. So. Den Rest machst du schön Rührei. Was meinst du, wie die sich da freuen? Wie viel Rührei kriegst du fertig? Oh, doch ein paar. Vier Rühreier, das heißt, er braucht, naja, fünf, also 15 Eier muss er am Tag schon haben. Ich weiß gar nicht, ob so viel produziert werden. Das werden wir sehen, aber ein bisschen was haben wir ja noch. Und dann gebe ich jetzt Rührei mal frei. Das hat natürlich ordentlich Power. Verwaltung, Essen, Essbares. Das Rührei, da ist es. Priorität A, 25. Und mein Essen hat. Ach, das wird eine Priorisierung. Warte mal, kann ich das? Kann ich die Priorisierung? Ach, in der Reihenfolge würden sie es essen, ne? Als erstes ein Kirschkuchen, dann das. Also vermute ich mal. Guck mal, eingelagert 10 hat einen Wert von 300. Kohl, habe ich nicht freigegeben, hat einen Wert von 16.000. So wie er da ist. Ich habe eingelagert. Boah, ich müsste das. Stell dir mal vor, ich mache aus allem Suppe. Das werden wir mal machen müssen, eine Folge. Oder ich mache es ohne Aufnahme. Nee, das dauert Ewigkeiten, ist die Saison um. Problem ist halt eben diese ganze Schlepperei, das braucht halt viel Gewicht. Gerade dieser Kohl, der ist ja so schwer. Viele Schüsseln. Das wird ein viel hin und her mit dem Esel. Aber irgendwie müsste ich das mal machen. Damit ich wieder liquide werde. Das werden wir im Winter, glaube ich, mal machen. Es nützt ja nichts. Ja, da müssen wir alle durch. Also, es tut mir vor euch ja echt leid, aber. Ich habe euch ja echt gern. Aber, ne? Geteiltes Leid und so, ihr wisst ja. 34 Eier habe ich. Ja, das macht er 2 Tage, dann ist er durch mit den Eiern, ne? Ich könnte gleich mal gucken, ob ich noch selber ein paar Eier finde. Die zwei Kohlsuppen, die snack ich jetzt mal weg. So, dann geht es mir erstmal wieder gut. Dann schaue ich mal nach den Eiern und dann. Dann kümmern wir uns um Dings. Um, ne? Ihr wisst schon. Beleuchtung. Um die Beleuchtung. Hoffentlich trete ich hier nicht auf den Huhn oder so. So, ein paar Eier. Ja, ein paar Eier sind da. Ah ja, 2 Stück. Ist nicht viel. Eine Feder. Noch ein paar Federn. Na ja. Ja, du kannst ja. Du hast gut Krähen hier. Du musst ja keine Eier legen. Na gut, das wird bald mehr mit den Eiern. Wenn die größer sind, gibt es mehr Eier. Da machen wir mehr Eier. So, jetzt wird wie versprochen Fackeln hingestellt. Nehmen wir erstmal den Kram hier rein. Die paar Eier, die ich gefunden habe. Naja, 4 Stück. Ist nicht doll, ne? Aber naja. Der Mensch freut sich. Gut, okay. Wir holen mal das ganze Leingarn. Wir holen mal das ganze Leingewebe oder was das war, was ich habe. Dann brauche ich vielleicht Baumstämme. Ich weiß gar nicht. Oder aus was macht er das? Stöckern? Ach, Stöckern bestimmt nicht. Okay. Die Federn können hier rein, ja. Dann schauen wir mal. Da, Leingewebe, Leingarn habe ich noch ein bisschen. Okay, und. Das ist. Wo ist das? Wo, da. Ja, aber die kann ich machen. Stöcker und Steine. Oh, ich kann schon. Da brauchst du immer nur eins und eins von. Krass, da kann ich richtig viel Lamm machen. Stöcker und Steine. Ja, Stöcker war gerade so ein bisschen ein Problem, ne? 8 Stöcker.
Steine ist nicht das Problem. Wird aber auch gerade irgendwie weniger. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich Stöcker sammeln. Oh, die Frage, wohin? Erstmal an jeder Kreuzung hier, keine Ahnung. Ach so. Nein, ich habe da kein Geld mehr für. Ich habe keine 400 Münzen. 148. Ist es denn die Möglichkeit? Ist das denn die Möglichkeit? Oh, Leute, Leute, Leute. Kann ich da mal verhökern? Kohlsuppen. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich kein Geld, um dieses Schema zu kaufen. Habe ich noch irgendwas, was ich gerade so auf Schnelle mal veräußern kann hier? Leingarn. Hahaha. es ist so super, ne? Ich gehe ins Bett. Dann ist Winter. Ich will einfach nur ins Bett. Ist 19 Uhr? Kann ich ins Bett bitte? Nein, noch nicht. Ich sammle ein paar Stöcker. Und dann gehe ich 19 Uhr ins Bett. Es ist doch Wahnsinn, oder? Da kannst du nicht auf alles gucken hier. Okay, dann muss ich ein bisschen was verkaufen morgen und dann geht das schon. Ja, Steine sammle ich bestimmt nicht. Ich glaube, weil Steine gibt es auch nicht mehr so viele. Kann das sein, dass da kein Werkzeug mehr da ist? Braucht die dafür eine Schaufel? Dass die hier so ein bisschen Schaufelknappheit gerade haben? Nö, nee, Schaufel, Spitzhacke, Schaufel, alles da. Hier könnte noch jemand zweites arbeiten. Guck mal, da könnt ihr noch jemanden holen. Das wäre noch ganz nett. Ich dachte schon, der Regen hört auf. Das wäre natürlich super. Naja, gut. Sammeln wir ein bisschen Stöckchen. Müssen morgen 400 Münzen verdienen. Und darf ich nochmal nach Gostovia. Dann werde ich den ganzen Kladderadatsch verkaufen. Ach ja, mache ich doch gerne. Das freut mich voll. Freut mich auch, dass hier kein einziges Stöckchen mehr ist. Eine wunderbare Folge. Ich bin total begeistert. Meine Herren. 400 Münzen. Na, ihr beiden. Schön hier, ne? Zum Regen. Herrlich. Wilhelm und Gozimira. Vielleicht gibt es ja auch immer mal Nachwuchs bei meinen Bewohnern. Das könnte ja sein. Wäre natürlich mal schön. So langsam. Also ich bin wirklich bemüht. Also ich habe für Deko gesorgt. Ich habe... Oh, warte mal, da fällt mir ein jetzt, wo ich das... Habe ich jetzt nicht alles zusammen, um... Ich glaube, ich kann ins letzte Haus noch Beleuchtung reinbringen. Das machen wir mal. Das Haus am See. Weil da fehlt mir, glaube ich, Leingarn oder Leingewebe. Eins von beiden war es. Ja, machen wir. Dann hat jedes Haus Licht. Das ist schön. Da werden die sich aber richtig freuen. Die werden sich freuen. Der Winter kommt, die langen Nächte beginnen. Und die haben hier endlich Licht. Achso, Hammer brauche ich. Ich glaube, auf Slot 2 habe ich das immer, ja. Es fehlen mir 4 Leder. Kann ich holen, kann ich holen. Machen wir. 4 Leder sollte ich haben, ja. Und dann gehe ich ins Bett, dann verkaufe ich irgendwas, irgendeinen Quatsch, damit ich das Geld zusammenkriege. Und dann können wir endlich ein paar Fackeln hinstellen. Aber leider können wir die dann heute nicht mehr sehen. Könnt ihr noch irgendwas Tolles jetzt verkaufen? Ich verkaufe mal eine Bronzebarren. Das ist ein guter Witz. Eimer habe ich voll viele, den müsste ich mal auffüllen. Eisenschaufeln. Ich könnte mal eine Eisenschaufel. Guck mal, hier so eine Eisenschaufel, verkaufe ich die hier. Puff, guck mal. Dann haben wir die Kohle vielleicht schon. Wobei, ich werde da keine 500 kriegen. Hufeisen, ja, das habe ich mir auch umsonst gekauft, glaube ich. Ein zweites. Die silbernen Ohrringe lieber nicht. Die sind für den Notfall. Was bringt denn so eine Vase? Ne, die bringt nicht wirklich viel. Zinnbarren, ja, verdorbenes. Ich verkaufe den verdorbenes. Ja, mein verdorbenes. Leder brauchte ich. Gib mir 4 Leder. Ah, ich mach's so, okay.
Ich scroll halt gerne mit dem. Das mache ich halt gerne. 1, 2, 3. Ja. Sehr gut. Da ist richtig was los, ja. Was ist denn da los? Achso, ich dachte gerade, das wären Mann und Frau. Und der eine greift dem anderen gerade zärtlich ins Gesicht. Oh, guck mal, es ist schön, wie die alle vor ihrem Ding sitzen. Das ist doch total toll, oder? Auch bei dem miesen Wetter. Das Dumme ist, wenn ich jetzt nach Dings reite. Nee, ich kann auch nach Denitzer. Da habe ich doch noch Geld gelassen. Hoffentlich reicht das noch. Hoffentlich. Ja, die müssten noch wach sein. Also, nochmal nach Denitzer. Ich möchte gerne die Fackeln sehen, wie sie an sind. Der Sattel reicht. Der Sattel reicht. Ah, da ist er. Na, Esel. Es muss nochmal losgehen. Es tut mir leid. Auf nach Denitzer. So, komm. Geschwind. Eine Eisenschaufel verkaufen. Ich hoffe, das reicht. Manchmal wackelt die mehr als sonst, oder? Ich weiß auch nicht. Immer, ist ja wie als wie so ein Schaukelpferd hier. Oder? Täuscht das? Manchmal schaukelt das mehr als sonst, finde ich. Da kriege ich ja Nackenstarre, sag mal. Kriege ich Schleudertrauma auf dem Tier hier. Das geht doch nicht. Machen wir ein bisschen langsamer. Machen wir ein bisschen langsamer. Ja, so, brav. So, hoffentlich ist da noch jemand wach zum Verkaufen. Also ich müsste zur Schneiderin. Die hat Geld. Die ist jetzt da. Nee, die ist noch im Laden. Die sitzt hier. Rrr. Schneiderin, wo bist du? Schneiderin. Ach, die ist doch schon im Bett, wa? Da geht sie, da geht sie. Ist sie das? Ist sie das? Nein. Ist sie das? Ja. Hallo. Best goods in the valley. Ich auch. 204, das reicht nicht, verdammt. Ich brauche mehr. Ich muss dir noch. Oh, ich muss dir noch irgendwas verkaufen. Eine Bronze-Axt, das wird nicht reichen. Hier ein Riesenschirmling, bitteschön. Ein paar Stöckchen, nein. Ein Trinkschlauch. Der hat Geld, ja. Ach komm, ich verkaufe dir den Trinkschlauch. Ich habe nämlich noch welche. See you soon. Ja, jetzt reicht's. Jetzt habe ich genug. Warte mal. Sehr schön, jetzt kann ich das machen. Uiuiui, so sitzen hier jetzt mehr Leute. Es sitzen auf jeden Fall zwei. Und der und du? Nee, du gehst hier, glaube ich, her, ne? Na gut. Komm, Eselchen, ab nach Hause. Wir wollen ein paar Fackeln aufstellen. Das sieht dann so aus wie hier, ne? Denke ich mal. Das sind die Fackeln. Ja, so eine Lampe wäre natürlich viel cooler. Aber dazu brauche ich die Wolle. Wolle wird recht teuer sein. Und ich mache dann erstmal die Fackeln. Das ist relativ einfach herzustellen. Und die Lampen holen wir uns dann später, wenn ich mal selber Schafe habe und die dann scheren kann. Aber für Schafe brauche ich noch ganz schön viel Technologiepunkte. Dafür streiche ich noch ein bisschen Zeit. So, Eselchen, das hast du aber wirklich Feierabend. Hast du aber verdient. Meine Herren. Zweimal nach Denitzer geritten, also... Hin, her. Ich denke auch, warum? Warum machen wir das? Aber es dient einem guten Zweck. Wir haben endlich Licht im Dorf. Jo, brennen wir erstmal den Baum ab, Captain. Überhaupt kein Problem. Machen wir einen kleinen Brand. Obwohl es regnet. Kann gar nicht brennen. Kann gar nicht brennen. Da hängt ein Kopf aus der Scheune. Aus dem Stall. So. Aufpassen, nicht das Futter anbrennen. Du hast noch genug? Ist ja nie hier. Kommt ja nie zum Fressen. Sattel runter. Sattel hier rein. So. Gut. Dann lass uns doch ein wenig Licht machen. Es sieht immer so trüb aus hier. Sagt ja mal das dunkle Mittelalter. Damit ist jetzt vorbei. Es ist jetzt das etwas hellere Mittelalter.
Ja, wir sind nicht mal auf Fackeln angewiesen, die wir rumtragen. Und kleine Lagerfeuer. Sondern wir haben jetzt eigenes Licht. So, bin ich mal gespannt. Falsches Menü. Ja. Boah, ist das schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ob die das freut? Ob das irgendwas an der Stimmung hebt hier? So ein bisschen Licht? Ob sich das ablesen lässt? Albreda auf jeden Fall freut sich gerade. Warum, weiß ich nicht. Die hat wahrscheinlich Angst im Dunkeln. Ich stelle jetzt einfach erstmal ein paar hin. Dann werde ich mit der Zeit sehen, wo noch welche hin können. Zap, zap. So, hier vielleicht nochmal. Ah gut, gehen wir ein bisschen weiter. Ich muss auch nicht so viel machen, ne? Das ist völlig übertrieben hier. Ist ja völlig übertrieben. Aber so erkenne ich die Wege. So, hier nochmal. Ah, da geht's nicht. Da geht's. Weil das die Plantage ist, ne? Ich glaube ja. Machen wir einen hier hin. So. Oh, hier bei den Eingängen irgendwie. Da geht gar nichts mehr hin. So. Bei euch hier? Nö. Nicht genug Rohstoffe. Was habe ich denn da jetzt alles verbraucht? Ah, warte mal. Es fehlen wahrscheinlich Stöckchen, ne? Steine. Steine habe ich nicht genug. Okay. Aber ist das schon mal ganz nett? Ja, die Albreda freut sich anscheinend tierisch drüber, aber die freut sich wahrscheinlich gerade über irgendwas anderes. Jo, dann gehen wir mal ins Bettchen. Es wird auch echt Zeit. Ab in die Kiste und läuten den Winter ein. Ich muss mir noch mal mehr Steine holen, dann werden wir noch mehr Licht machen. Nein. Nein, du sollst nicht den Esel... Nein, warum drücke ich G? Ich wollte die blöde Fackel weg haben. Wo ist der Esel? Ach, komm her, es tut mir leid. Ich kann dich auch nicht zurückbringen gerade. Warte mal, komm. Ich rufe dich mal hier drinne. Vielleicht reicht das. Oh mein Gott. Kann der hier reinkommen? Schaffst du das hier rein? Bist du so schlau? Es ist ein schlaues Tier. Guck dir das an. Ach, du bist toll. Ja, komm rein. Ja. Ah ja, okay. Warte mal. Ich gehe mal hier rum. Aber wahrscheinlich latscht er dann mal rum, ne, oder? Nein. Ach, du bist doch so ein Esel, ey. Ja, komm. Ist gut. Bleib einfach da. Mach, was du meinst. Kannst dich frei bewegen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will ins Bett. Ich wollte einfach mal eine Fackel ausmachen. Und das Licht genießen. Die Nachtstimmung. Na gut. Gehen wir ins Bett. Meine Frau schläft bestimmt schon. Das Kind auch. Ja, eine gute Nacht. Und willkommen im Winter. Willkommen. Ah ja, okay. Ist nichts passiert zum Glück. Da steht sie auf. Hat immer noch ein Kind auf dem Arm. Ich bin mal gespannt, wann das Kind endlich mal rumläuft. Sie holt sie da irgendwo her. Hello there. Hallo, mein Ehemann. Okay, sie hat zumindest nichts auf dem Herz. Du auch. Warum sieht hier manchmal die Dings zu? Habe ich da nicht zugemacht? Na, vielleicht ist hier kalt. Das kann auch sein. Pfeift der Wind durch. Die frische, kalte Luft reinlassen. Das härtet mein Kind ab. Oh, ist das schön. Ist das schön? Oh, ich finde das schön. Ja, und ab jetzt dauert die Saison nur noch 8 Tage. Und ich hatte ja gesagt, hier, jo, Ernte. Nee, das ist noch, glaube ich, noch nicht so weit. Nee, ist ja noch nicht. Ist ja voll klein. Also doch bis Frühjahr warten. Na, okay. Fackeln sind aus. Da könnte ich am Tag nochmal gucken, wo ich noch ein paar hinsetze. Ja, und hier haben wir schon diese Rankestelle. Sehr schön. Der Hopfen. Na, das wird noch dauern. Schön. Was machen wir nächste Folge? Na, ich werde noch ein paar Fackeln hinschen, auf jeden Fall. ja, vielleicht auch mal gucken. Ich wollte jemanden einstellen, habe ich aber nicht gefunden. Vielleicht mache ich auch mal ein paar Quests.
Oh, ich muss meine Winterklamotten anziehen. Vielleicht mal ein paar Quests machen. Ein bisschen Geld verdienen, Reputation. Dies, das. Können ja mal schauen. Weil Gebäude? Ich könnte ein paar Häuser hinstellen, ja. Aber da habe ich mal Leerstand dann. Und Produktionsgebäude in dem Sinne brauche ich im Moment nicht. Müssen mal schauen. Ich werde mal ein bisschen Geld verdienen. Müssen, wollen, tun. Ja, vielleicht noch ein bisschen bei den Produktionen ein bisschen rumfeilen. Naja, rumfeilen kann man nicht sagen. Ich verstell's ganz gerne. Oh, wo sind meine ganzen... Ah, meine ganzen Klamotten sind in meinem alten Haus noch. Die werde ich mir mal holen. Nächste Folge geht's dann weiter. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich selber überraschen. Ich finde das mal toll, wie die hier morgens einmal Klönschnack halten. Total super. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.